Hallo Leute, hier ist Session Music, Marco vom Basskanal. Heute stelle ich euch vor den Sterling bei Music Man, den Subray 5 in Schwarz. Da ist er. Hallo Leute, willkommen im Basskanal. Hier ist Session Music, der Marco ist wieder da. Ich zeige euch mal was Cooles, und zwar von Sterling bei Music Man einen Subray, und zwar einen Fünfseiter, der ja nicht so viel Geld kostet, also etwas für Einsteiger. Wir dachten mal, wir fangen auch mal an, endlich mal ein paar Sachen euch vorzustellen, die nicht so viel Geld kosten, denn die Jugendlichen unter euch, also zumindest die Leute, vielleicht mal gerne mal einen Fünfseiter testen wollen, die sollen sich halt eben auch gleich ein gutes Instrument kaufen. Das wäre sowas zum Beispiel. Music Man, kurze Geschichte dazu, ist die erste Firma, die Leo Fender damals nach Fender gegründet hat. Music Man hat letztendlich halt eben den Fender Bass weiterentwickelt, um ihn beispielsweise um eine aktive Elektronik bereichert und noch diverse kleine andere Neuigkeiten. Music Man hat zum Beispiel auch den allerersten sehr gefertigten E-Bass in aktiver Ausführung überhaupt gebaut und war somit halt eben ein Vorreiter der modernen Bassbaus. 1988, 89 zum den Dreh rum, kam vom Music Man die ersten Fünfseiter raus. Die Stingray 5 waren begehrte Modelle. Ich selber spiele auch seitdem auch schon so einen Teil. Großartige Instrumente, die ja mittlerweile jenseits von einem normalen Gehalt sind. Die kosten richtig viel Geld. Aber es gibt ja mittlerweile auch sowas, also für alle Leute, die halt einen Fünfseiter suchen, die den Stingray-Sound irgendwie haben möchten und den Look halt dem nicht missen möchten, das wäre was für euch. Der Subray 5 in Schwarz hier wird in Indonesien gefertigt, ist ein anständiger Bass für einen kleinen Geldbeutel. Wir fangen mal einfach mal an. Das Ding sieht aus, wie ein Fünfseiter Stingray eben aussehen soll. Eine etwas vergrößerte Stingray-Form. Hier die Kanten. Peter, guck doch mal gerade, gell? Das hieß ja hier. Geht mal näher ran, Schatz. Genau, guck mal hier, guck mal. Das ist alles ein bisschen abgeflacht, also ein bisschen gefasst, ein bisschen abgefeilt, wie beim Original aus. Der Korpus besteht natürlich hier nicht aus Ahorn oder aus Esche, sondern aus Linde. Große Schlagbrett ist ähnlich wie beim Original, relativ groß gehalten. Hier drunter findet sich die aktive Elektronik. Wir haben Master Volume, Höhen und Bässe regelbar mit einer Mittelstellung. Das bedeutet in der Mittelstellung keine Beeinflussung des Klanges. Anheben so rum, absenken so rum. Wir haben hier einen schönen Humbucker, wie beim normalen Stingray 5 auch. Der ist sehr, sehr ruhig. Also hier kein Brummen, obwohl wir wirklich ganz schlimme Lampen hier im Haus haben. Also 1A. Eine etwas größere L-Brücke, also hier so eine klassische Fender-Brücke. Ne? Da kann man ganz normal die Saiten durchziehen und einfach den Bass halt dem einstellen oder neu besaiten. Also keine Raketentechnik hier, sondern wirklich alles sehr solide gebaut. Die Rückseite, 6-Punkt-Befestigung und hier auch Batteriefach. Alles in allem sehr, sehr gut lackiert. Shapings dort, wo sie sein sollen. Und an für sich für das Geld wirklich keine Beanstandungen. Aus der Verpackung rausgeholt, habe ich natürlich ein bisschen einstellen müssen. Zum Hals einstellen gibt es hier, schau doch mal gerade, da gibt es halt eben diesen klassischen Music Man Block, mit dem halt eben einfach hier so eine Metallstange reinführen kann, dann kann man den Hals hin und her bewegen. Also wie gesagt, es war nicht viel Arbeit, ein bisschen einstellen muss man schon. Oktavreinheit war gut, Seitenlage war, naja, okay. Aber das, wenn ihr euch so einen Bass bei uns kauft, das machen wir dann bei euren neuen Bass, logischerweise. Kein Thema. Der Hals ist aus Ahorn, komplett lackiert.
ist in so einen Saturn-ähnlichen Lack, ja, das also fühlt sich halt so ein bisschen all an, ist matt lackiert und so gelblich eingefärbt. Anhals aus ein Teil, das Griffbrett wurde hier aufgeleimt, man sieht hier so ein bisschen die Naht, wo das Griffbrett draufgeleimt wurde, ein Kunststoffsattel und 5 Mechaniken, so ins Vintage-Style mit der klassischen 4-1-Anordnung, wie beim Original Music Man auch. Seitenniederhalter, ne, für A- und für D-Seite. Die G-Seite braucht keinen, weil der Stimmweg hier einfach etwas kürzer gehalten ist. Die Bünde, 21 Stück an der Zahl, Medium Size, X, ja, ich würde sagen, einfach auch sehr gut verarbeitet. Keine Beanstandung im Punkt, so hier, dass hier irgendwelche Bünde rausgucken oder dass hier vielleicht irgendwie hier sich verletzt beim Spielen. Alles in allem wirklich gut gemacht, das Ganze. Relativ kleines Geld, ein aktiver Bass, bei dem ich sagen würde, von der Musikrichtung brauchte ich bis sowas nicht festzulegen. Hat einen sehr, sehr satten Ton, also die H-Seite. Schön dick, schön kräftig halt dem. Also ist jetzt der Ton ohne irgendwelche Klangregelung. Hier die Höhenblende ist. Da merkt ihr schon, das ist ein bisschen sehr harsch. Da müsst ihr so ein bisschen aufpassen, weil die geht. Da klingt der Bass dann schon ein bisschen holzig. Das hat was mit den Hölzern zu tun. Linde klingt halt eben nicht so rund und so weich oder so sonor wie beispielsweise Auern oder zum Beispiel Esche. Ach, Auern, Mann, Erle natürlich, Leute, ist ganz klar. Also wie gesagt, Höhenregler, Vorsicht dosieren, weil wäre ein bisschen böse. Bassregler dagegen, der ist ganz gut. Tiefe H-Seite, die geht wirklich schön in den Keller runter, auch hier. Klingt halt dem durchweg halt dem sehr gleichmäßig, würde sagen, das ist wirklich so etwas, was es in dieser Preisklasse normalerweise nicht überall gibt, dass man dem so gleichmäßig klingenden Saiten hat, sondern es gibt welche, die haben dann so, naja, ein bisschen leisere H-Seiten und deutlich lautere G-Seiten. Bei den Subray 5, den es übrigens auch in coolen Weiß gibt beispielsweise, da ist es einfach so, da klingt es alles sehr, sehr ordentlich. Ich sag's mal so, für dieses Geld bekommt ihr einen sehr, sehr gut verarbeiteten Bass. Ja? Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Für alle Leute, die unter euch mal gern mal die 5-Seiter-Welt mal beschnuppern möchten, das wäre zum Beispiel eine meiner Empfehlungen. Egal, welche Musikrichtung zu Hause sein, Rock, Funk, Soul, Pop, Jazz auch, wenn es sein muss, halt, wobei man wird da nicht so sehr gern mit 5-Seiter gesehen, aber man kann es ja mal probieren. Wie gesagt, der Subray 5 von Sterling by Music Man. Wir haben den am Start, logischerweise. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal kurz in den Laden kommt, wenn ihr Zeit habt, den Ding mal testen würdet. Wir haben auch das Ding als 4-Seiter-Ausführung, immer mit Maple Neck. Und wem habt ihr bei uns 33 Tage Money Back oder 66 Tage Rückgabegarantie? In diesem Sinne verlasse ich euch mit einem kurzen Blick. Viel Spaß! Ich sehe euch im Laden. Macht's gut.